typisch schweizerisch im Strassenverkehr, ja, dass sich alle extrem an die Verkehrsregeln halten. Wenn ich den Helm anlege und das Visier zutue, dann bin ich in meiner eigenen Welt. Und dann ist es wirklich so, dass ich mich frei fühle und wirklich das machen kann, was ich will. Der Dörfrennsport, den ich betreibe, ist eigentlich nicht machbar in der Schweiz, weil wir keine Rennstrecke haben. Dadurch bin ich immer im Ausland. Aber es ist natürlich umso schöner, eigentlich als Schweizer in diesem Sport teilzunehmen. Die Schweizer Mentalität, glaube ich, ist eher so ein bisschen klarer drin, ab und zu vielleicht eher so ein bisschen stur. Und in meinem Job muss ich so ein bisschen offener sein. Ich muss, glaube einfach offen für Neues sein und manchmal halt auch links und rechts schauen und nicht nur geradeaus mein Ding verfolgen. Vielleicht ist das so ein bisschen das, was unschweizerisch ist. Ich wohne an einem sehr schönen Ort, also im Emmental. Das ist wirklich perfekt, um auch Dörfausflüge zu machen. Am liebsten bin ich wirklich, im Hausberg bei uns unterwegs, so Schallenberg-Gegend so. Ich denke wirklich, bei uns in der Schweiz geht es uns sehr, sehr gut. Es ist manchmal vielleicht auch gar nicht schlecht, dass ich wirklich auf der weiten Welt auch andere Sachen sehe, wo es vielleicht in anderen Ländern nicht so gut geht. Und dann lernt man das vielleicht auch zu schätzen, dass es uns da sicher sehr gut geht. Wir haben wirklich einen hohen Standard, um da zu leben. Und das ist etwas, wo man sicher muss schätzen muss.